Besinnlich-weihnachtliche Klänge wurden dem Publikum im Volkshaus St. Michael von den Lauersängern beschert. Ein festlicher Abend, der mit viel Gefühl die Stimmung auf das nahende Weihnachtsfest ankündigte. Acht Damen und sieben Herren sind eine eingeschworene Gruppe, die sich seit 2010 stetig vergrößerte. Talentierte, experimentierfreudige und heimatverbundene Obersteirer mit einer ganz besonderen Gemeinsamkeit, die Leidenschaft zum Chorgesang und zur Musik. Ein Weihnachtsprogramm heute im Volkshaus St. Michael. Die Lauersinger haben ein Konzert. Was sind die Lauersinger? Was kann man darunter verstehen? Wir sind eigentlich ein Vokalensemble, aber zu unseren großen Konzerten sind wir immer mit Bandbegleitung, so wie heute auch. Da gibt es die Band Pleasant Heat, die uns da immer tatkräftig unterstützt. Wir sind ein Vokalensemble mit 14 Sängerinnen und Sängern und machen hauptsächlich englischen Gesang. Wir machen Musical, Pop, Rock, Jazz und A Cappella. Einiges aus Pentatonix haben wir uns herausgepickt und heute machen wir die schönsten Weihnachtslieder aus unserer bisherigen Weihnachtskonzerten. Der Name Lauersinger, was versteht man darunter, woher kommt sie? Ja, und zwar der Haupt- oder der größte Teil unserer Sängerinnen und Sänger kommt aus der Leinsach. Das ist ein Tal, wo die Bühnenautobahn da nach Graz führt. Und in der Mundart heißt es, die Lauersinger sind da. Und wir haben gesagt, wir können das eigentlich als Namen verwenden. Wir haben das Lauer von der Leinsach genommen und Singer, Englisch halt drangehängt. Und so sind wir die Lauersingers geworden. Das stammt eigentlich unserer Abstammung her, ist der Name. Kultur wird in der Marktgemeinde St. Michael ganz groß geschrieben. Ich glaube, ihr habt es relativ reich. Reichhaltiges Programm. Heute die Lauersinger, etwas Weihnachtliches. Wie kommt es eigentlich zu den Programmen? Wie wird das zusammengestellt? Ja, wie du schon sagst, wir haben wirklich ein sehr reichhaltiges Programm hier in St. Michael. Wir haben letztes Mal erst eine Vereinsobmänner-Sitzung gehabt, da haben wir wieder bei den ganzen Vereinsobmänner bedankt für das Engagement, was sie das ganze Jahr über haben. Wir haben im Sommer heuer gehabt rund 150 Veranstaltungen, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, also fast alle zweieinhalb Tage ist irgendwas in St. Michael und das Hauptengagement leisten natürlich die Vereine und wir, die Gemeinde, probieren halt auch unseren Beitrag dazu zu geben. Aber nicht nur musikalisch sollte der Abend die Herzen der Besucher erfreuen. Auch einem wohltätigen Zweck sollten die Einnahmen dieses Konzertes zugutekommen. Ein schönes vorweihnachtliches Konzert gibt es heute in der Marktgemeinde St. Michel wieder. Aber es ist ja nicht nur ein Konzert, es geht ja da, glaube ich, auch um einen guten Zweck. Ja, richtig. Konzerte gibt es Gott sei Dank viele in unserer Marktgemeinde, aber es geht um einen guten Zweck und der hat Priorität. Es geht um die Förderung eines bzw. Unterstützung eines Kindes, das dringend notwendig hat, dass man es unterstützt. Und wie seid ihr dazu gekommen? Warum? Wer hat es ausgesucht? Was unterstützt wird? Ja, es gibt diesen Chor, diese Gruppe, die Lauersingers, und die alljährlich zu Advent grundsätzlich ein Konzert machen in St. Michael. Und die haben diese Idee nicht ins Land, sondern in den Markt gebracht. Aber die Gemeinde ist ja sonst auch sehr offen für wohltätige bzw. karikative Zwecke. Ja, natürlich. Natürlich, wenn wir das wissen und wenn die Notwendigkeit gegeben ist, machen wir das mit Freude und von ganzem Herzen. Was wir ganz besonders stolz sein können, das ist die Harmonie im Gesamtklang und vor allem das Gefühl. Also das ist das Schönste. Ich finde, diese Gruppe kann das Gefühl so toll transportieren, dass es wirklich sofort aufs Publikum überspringt und da kriegt man dann so viel zurück. Dieses Konzert war im wahrsten Sinne des Wortes ein Geben und Nehmen, denn es wurde nicht nur einem jungen Mann geholfen.
Auch das Publikum sowie die Akteure waren erfüllt vom Glanz dieses stimmungsvollen Abends.